Der war super, war also wirklich fantastisch. Für mich war es eine kleine Mutprobe, weil ich mit Gaming im Moment gar nicht so wahnsinnig viel zu tun habe. Meine Söhne spielen, das ist alles. Und sonst habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe so ein bisschen den Zug verpasst. Die Spieler, die Games, alles läuft mir so davon und ich kriege nichts mit. Aber heute habe ich einen schönen Einblick gekriegt, wie Live-Let's Plays funktionieren, wie Let's Plays funktionieren, dass man es mit Plattdeutsch zusammenbringen kann, dass das eine sehr lockere, entspannte, sympathische Familie ist, die in dieser Szene drin sind. Und man könnte sagen, ich habe jetzt richtig Blut geleckt. Plattschnacken ist Plattschnacken und ein Teil von mir. Und Let's Play, ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, das zu moderieren. Und dachte, wow, das ist sowieso ein Thema für mich. Und das war jetzt sozusagen die Gelegenheit, beides miteinander zu vereinen und zusammenzubringen. Und das ist wirklich spannend. Erstens einfach mal zu gucken, was sind für Themen, für Spiele auf dem Markt, wie geht man da ran, was ist der Reiz bei dem Ganzen. Und das fand ich, haben alle Akteure auch auf der Bühne nochmal schön transportiert, selbst bei diesem Retro-Spiel, wo es ums Fischen geht, mit einer Optik, die schon 15 Jahre alt ist oder mit einer Grafik, die schon 15 Jahre alt ist. Das war total spannend, alle haben hier mitgefiebert und haben sich gefreut, dass hinterher der Spieler so einen fetten Hai gefangen hat. Ich meine, es ist eine miese Grafik, die wie gesagt 15 Jahre alt ist, aber der Funken ist sofort übergesprungen.